In diesem Video werde ich dir 9 Zauberfragen beibringen, die du dir unbedingt beantworten lassen solltest, bevor du eine Rentenversicherung abschließt. Und wenn du schon eine Rentenversicherung haben solltest, dann sind diese Fragen natürlich genauso wichtig und anwendbar für dich. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 13 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt sind wir als unabhängiger Honorarberater im Auftrag unserer Kunden tätig und überprüfen ganz unabhängig und neutral vorhandene Finanzprodukte. Das heißt, jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit den verschiedensten Verträgen und das seit vielen Jahren, die wir dann prüfen, bewerten und Empfehlungen abgeben, ob es sich lohnt, die weiter fortzuführen oder eventuell das Geld anders anzulegen. Und im heutigen Video möchte ich dir gerne die 9 Zauberfragen beibringen, erklären, damit du zukünftig deutlich bessere Entscheidungen triffst zu deinen zukünftigen Rentenversicherungen oder auch in Bezug auf deine vorhandenen Rentenversicherungen. Der erste Punkt ist folgender. Und zwar, nachdem du ein Angebot für eine Rentenversicherung von einem Berater deines Vertrauens vorgestellt bekommen hast, muss die allererste Frage sein, die du dem Berater stellst, warum er genau diese Geldanlage, dieses Produkt dir empfiehlt. Und dann ist es wichtig, zuzuhören, dich zurückzulehnen und zu gucken, wie der Berater seine eigene Produktempfehlung begründet. Und davon kannst du nämlich ableiten, ob er sattelfest ist, ob er wirklich hinter dem steht, was er dir gerade anbieten will, oder ob er nur das weiter blabbert, was man ihm vorsagt, sprich, was sein Vorgesetzter von ihm erwartet und er dir nur hier irgendeinen Vertrag verkaufen will. Das ist mal das erste. Frage, warum genau dieses Produkt? Die zweite Frage, die du deinem Berater stellen solltest, ist, was verdient er persönlich und sein Unternehmen, für das er unter Umständen tätig ist, an diesem Produkt? Welche Provisionen fließen, wenn du deine Unterschrift leistest? Lass dir das erklären und lass dir das schriftlich zeigen, wo das steht, damit du das schwarz auf weiß siehst. Auch daran kannst du wieder festmachen, ob der Berater weiß, wovon er spricht, ob er sein eigenes Produkt kennt, ob er weiß, wo die Kostensätze stehen und du siehst einfach an seiner Art, wie er antwortet, ob er eben dahinter steht oder versucht, da irgendwie drum herum zu gehen. Wenn er dir an der Stelle natürlich irgendwie erzählt, die Kosten seien egal, es kommt am Ende nur auf die Rendite an und ist doch nicht so wichtig und ja, das Blatt habe ich heute nicht mit, weil das steht in den Details und so weiter, mehr brauchst du nicht hören. Wer das behauptet als Berater und dir damit ein ganz ungutes Gefühl gibt, ist nicht ein guter Berater, auf den du setzen solltest. Daran kannst du festmachen, ob der Berater ganz selbstverständlich diese Frage, diese völlig berechtigte Frage beantworten möchte und es auch kann oder versucht, irgendwie drumherum zu eiern. Die dritte Frage, die du stellen solltest, ist, wie hoch sind die expliziten, also die weiteren offenen Kostenarten für die Einrichtung der Geldanlage, für den Vertrieb dieses Produktes, aber auch für die laufende Betreuung? Das heißt, lass dir klar zeigen, welche weiteren Kosten neben den Provisionen, die der Berater und sein Unternehmen bekommt, wie aus der Frage 2, lass dir in der Frage 3 erklären, welche weiteren offenen Kostenarten sich in dieser Geldanlage, in diesem Produkt mit verbergen. Lasse dir das erklären und auch genauso zeigen, wo du das findest, was die laufende Betreuung genau an Kosten verursacht. Und auch da wieder passe auf, wie der Berater darauf reagiert und ob er dir das Ganze wirklich vernünftig, verständlich erklären und zeigen kann. In der vierten Frage solltest du den Berater fragen, ob es weitere versteckte Kostenarten gibt. Weitere Faktoren, die deine Rendite mindern. In Euro oder in Prozent. Auch das sollte wieder für dich ein Indiz sein, je nachdem wie der Berater reagiert, ob er weiß, wovon du redest oder ob er sagt, dass es keine weiteren Kostenarten gibt. Weil dem ist seltenst so. Die meisten Kostenfaktoren oder anders gesagt, die meisten Finanzproduktanbieter weisen niemals alle Kostenfaktoren, alle Einflussfaktoren aus, weil sie es gesetzlich nicht müssen. Es gibt aber weitere Faktoren. Ein guter Berater weiß darüber Bescheid und sollte seinen Kunden proaktiv von sich aus natürlich darüber aufklären. Spätestens aber, wenn du nachfragst, solltest du vernünftige, nachvollziehbare Antworten bekommen und kannst wieder daran erkennen, weiß dein Berater eigentlich, was du hier gerade von ihm möchtest. Und als kleine Anmerkung noch, Kosten in der Geldanlage sind nicht schlimm. Im Gegenteil, nichts gibt es ohne Kosten, das sollte dir klar sein. Wichtig ist nur, dass man dich nicht irgendwie versucht, im Unklaren zu lassen, sondern dass man dir die Transparenz gibt, dass man dir deine Fragen vernünftig beantwortet und dass man einfach offen mit gewissen Kostenfaktoren umgeht. Das ist ganz wichtig, damit du Vertrauen aufbauen kannst und damit du ein gutes Gefühl kriegst, dass du hier nicht die Katze im Sack kaufst, sondern vollumfänglich über alle Vor- und Nachteile vernünftig aufgeklärt worden bist. Die fünfte Frage, die du deinem Berater stellen solltest, ist, ob es eine kostengünstigere Version gibt. Frage aktiv nach, ob es ein günstigeres Konstrukt gibt, als das, was man dir hier vorgestellt hat und vorlegt und gerade für die beste Lösung verkaufen will. Wenn der Berater ganz klar sagt, nein, das gibt es nicht, dann ist alles gut. Wenn er aber sagt, ja, unter den Bedingungen etc., dann geh tiefer rein. Frage nach, warum schlägt er dir das nicht direkt vor? Warum bekommst du erst, wenn du danach fragst, die Information? Hör wieder genau hin, beobachte, wie dein Berater reagiert auf diese Frage, warum er erst auf Nachfrage das unter Umständen noch bessere Produkt auf den Tisch legt.
Die sechste Frage, die du stellen solltest, ist die Geldanlage steuerlich optimiert? Frage nach, wie die steuerlichen Gegebenheiten in der Einzahlungsphase, aber ganz, ganz, ganz wichtig, auch in der Auszahlungsphase sind. Sowohl unter Umständen in der Zeit bis zur Rente, wenn du zwischendurch mal was rausnimmst, aber auch natürlich im höheren Rentenalter. Lass dir das genau erklären, lass dir das vorrechnen und frage, ob das Ganze steuerlich irgendwo gefördert wird oder nicht und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und was sind unter Umständen die langfristigen Nachteile, wenn man dir heute steuerliche Förderung gibt. Lass dir das Thema Steuern vernünftig erklären und auch daran wirst du wieder sehen, weiß der Berater, wovon er redet. Oder hat er einfach nur ein oberflächliches Laienwissen und kennt sein eigenes Produkt gar nicht so richtig? Die siebte Frage, die du stellen solltest, ist das Thema der Flexibilität. Wie flexibel ist die Geldanlage? Kommst du vorzeitig mal an Geld dran? Was ist, wenn du hinten raus statt einer Rente eine Einmalzahlung haben willst? Ist der Rentenbeginn in die Zukunft verschiebbar? Kannst du unter Umständen auch im höheren Alter regelmäßig Entnahmen tätigen, ohne dass es die klassische Rente des Versicherers ist, aber auch ohne, dass du mit 67 gleich die gesamte Summe auf dein Konto bekommst? Sprich einfach Flexibilitätsfragen und natürlich in dem Zusammenhang auch die Frage, was zum Beispiel Entnahmen an Gebühren auslösen, welche Kosten dabei entstehen. Das sind wiederum wichtige Fragen, woran du sehen kannst, ob der Berater weiß, wovon er redet. Deshalb teste ihn mit dieser Frage und notiere dir natürlich auch seine Antworten. Die achte Frage, die du stellen solltest, ist das Thema Risiko. Frage nach, welches Risiko du eingehen musst, wenn du diese Geldanlage zeichnest. Welche Schwankungen, welche Risiken, was ist hier am Ende des Tages für ein Risiko hinter, was du mit diesem Kauf und Abschluss der Geldanlage zu tragen hast? Frage explizit nach und lass dir das genau erklären. Und dann wirst du wieder ein Gefühl dafür bekommen, ob du bereit bist, dieses Risiko einzugehen oder ob das zum Beispiel in Anbetracht einer kürzeren Anlagezeit dir zu risikoreich erscheint. Die neunte und damit abschließende Frage ist, dass du deinen Berater bittest, all die Antworten, die er dir heute mündlich im Beratungsgespräch zum Beispiel gegeben hat, sie dir am Ende schriftlich in einer E-Mail zum Beispiel zusammenfassen würde, sodass du schwarz auf weiß die entsprechenden Erklärungen hast. Spätestens, wenn er das verneint, wenn er hier nicht bereit ist, diese extra Meile zu gehen, sage ich dir, solltest du nicht bei diesem Berater unterschreiben. Weil wenn du hier nicht das Go bekommst, dass er dir selbstverständlich im Nachgang das Gespräch zusammenfasst und die Punkte für dich völlig berechtigt nochmal verschriftlicht, dann darfst du daraus schließen, dass er entweder kein Interesse daran hat, mit dir zusammenzuarbeiten oder schlichtweg nicht weiß, was die Antworten sind und es sich deshalb nicht die Mühe machen möchte, das alles zu recherchieren und lieber zum nächsten Kunden geht. An dieser einfachen Frage, ob du das verschriftlicht bekommst, kannst du erkennen, wie tief der Berater wirklich in seinem Thema als Experte ist oder halt eben nicht. Ich hoffe, dass du mit diesen neuen Zauberfragen in der Zukunft besser überprüfen kannst, ob ein Rentenversicherungsangebot wirklich gut ist oder ob du den Berater in die Enge treiben kannst und ihn entlarven kannst als jemand, der doch nicht so viel Ahnung vom Thema hat. Und wenn du natürlich schon vorhandene Produkte hast, dann geh nochmal ganz objektiv mit diesen Fragen mit dem Berater ins Gespräch und stelle einfach fest, ob die Produkte passen oder nicht. Und im besten Fall stellst du fest, dein Berater ist voll in seinem Thema, er ist Experte in seiner Sache und dann darfst du dich natürlich auch gut fühlen und den Weg genauso weitergehen. Wenn du aber Zweifel daran hast, dass dein bestehender Berater wirklicher Profi ist in dem, was er macht, oder auch ein potenzieller Neuer, mit dem du sprichst, dir kein gutes Gefühl vermittelt, dann geh mal auf www.tappeconsulting.de, informier dich über uns und dann buch einfach mal einen kostenlosen ersten Termin, in dem wir uns persönlich kennenlernen, über deine Situation sprechen und wir dir zeigen, wie man die Finanzprodukte, die du unter Umständen schon hast, verbessern kann, optimieren kann und sein Geld grundsätzlich besser anlegt. Also ich freue mich auf dich, dass wir uns bald persönlich kennenlernen. Dein David.